Wie ist es da im Hintergrund noch was explodiert? What the fuck? Ah, ja Gott, machen wir hier noch direkt weiter. Ich glaube nämlich die Stages, diese Welt hatte nur 4 Stages. Also 2 Bosse, 2 Stages. Attack the core. Get to the chopper. Deswegen. Hm? Das sehe ich auch so. Aha. Vor allem das Interessanteste ja auch aktuell an dem Wetter ist ja, die letzten Tage war immer so nach dem Motto, also da, es war einfach so ganz merkwürdig. Jedes Mal, wenn die Sonne am Untergehen war, da war Keso hier und wir haben Detroit Become Arbeitslos gespielt. Um genau zu sein, sie, weil ich bin da nur ich bin da nur eine Begleiterscheinung. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, heute da, wo ich streame, denkt sich Sonne wieder so, hi. Long time no see. Konnte ich das da so rüber... Ich kann es mir auch einfacher machen, can I? Ich weiß es gerade nicht mehr. So auf jeden Fall nicht. So auf jeden Fall auch nicht. Fuck. Na komm, das wird's ja wohl. Kommt man das nicht? Irgendwie ging das doch. Das ist nicht weit genug, das ist ja klar. Nee, das wird nix. Gucken wir leider nochmal da. Irgendwie kam man da durch. Kommt die nicht durch ihre eigenen Fallen? Das ist ja schon fast adorable. Vor allem, Alter, ich merke jetzt erstmal, wie mein kleines Regal neben meinem Schreibtisch erstmal voll warm ist. Und ich weiß nicht warum. Hat mehr gebracht, als es gekostet hat. Ein alter Mann. Hey, wohl. Was? Man hört dich nur ganz schwach. Ach. Ist wahrscheinlich gewollt. So ein bisschen. Ah. What up? Bah. Ach, bei dir auch. Ja. Ich weiß auch nicht, wieso ich auf die Idee gekommen bin. Ja, Mensch, lass streamen bei dem, bei 90.000 Grad. Weil du einen Dachschaden hast. Ja, ich weiß. So ein richtiger Mut. Nein, Ho, das muss heißen, weil ich meine Leute lieb hab. Weil ich das für sie mache. Hast du jetzt gleich ein Community-Handherz? Liebe. Das würde beinhalten, dass ich andere Leute anfassen muss und das mache ich jetzt gerade garantiert nicht. Nicht bei dem Wetter. Eigentlich musst du nur deine Hände nehmen und dein schwules Herzchen formen. Nico, Nico, nee. Nico, Nico, nee. Anatona hat Nico, Nico, nee. Das Schlimme ist, ich frage mich immer wieder, warum ich das mache. So, mit sowas Nico, anfangen. Nico, nee. Nico, Nico, nee. Okay, gut. Sorry, ich cosplay aus dem Scheiß.
Ich wusste nicht mal, dass das aus dem Scheiß ist. Ich kenne nur Nico Nico Ni. Nico Nico Ni, Anatonata Nico Nico Ni, Yazaba Nico Todoretso irgendwas. Irgendwas mit Tourette. Son of Life. Check this shit aus, wir haben jetzt ein Einhorn. Einhorn? Ja, ich habe ein Einhorn in meinem Team. Einhorn! Einhorn. Zwei Hashtag Einhorn. Hashtag Einhorn-Masturbation. Hashtag mein Horn. Hashtag unser aller Horn. Hashtag touch my horn and I will fucking break your neck. Ich frag mich, wann die ersten Horny-Jokes losgehen. Ich glaube, da sind wir noch nicht horny genug für. It's not lewd enough. Warte mal, kommt jetzt hier schon... Ich muss mal gleich gucken, ob jetzt hier in der Stage das der Boss war. Aber auf jeden Fall gibt es nachher einen Boss, auf den freue ich mich schon. Mach Feuer mit Wasser aus! Alter. Der Professor ist echt ein Genie. Was würde ich nur ohne ihn machen? Ich meine, ohne ihn wüsste ich nicht, dass ich Feuer mit Eis, mit Wasser ausmachen muss. Was haben wir denn hier? Guck mal, das Einhorn, was wir gerade bekommen haben. Oh, Moment, wird es das Vieh, was ich glaube, dass es ist? Wenn ja, wird's witzig. Das Ding ist funky. Japp, Feuerhuhn. Es heißt eigentlich Feuerhorn, aber ich verstehe jedes Mal Feuerhuhn. Mein hier. Warte mal. Wo ist es? Das ist ein fucking Feuerhuhn. 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 Ihr versteht doch bitte auch Feuerhorn. Feuerhuhn. Captain Feufeu. Und seine epischen Compadres. Fuck. So. Mach Feuer mit Wasser aus. Ist okay, Chef. Ich mach das schon. Ich mach schon, Chef. Ja, Batman. Es ist zu warm, Batman. Ich habe die Klimaanlage ausgeschaltet, Batman. Ich sag ja, das wäre so aktuell der Bösewicht, der mich abfucken könnte. Dieser Bösewicht, der einfach die Klimaanlage ausschaltet. Der Captain Planet Bösewicht, der Trumpster. Der Trumpster, ja. Nein, Trumpster, verpasst du die Umwelt nicht. Fake News, so sad. Fake News, so sad. Das ist nicht ansatzweise debil genug gesagt. Hm? Es muss sehr viel debiler sein. Ja, sorry, das kann ich nicht. Was kann ich halt nicht? Ich weiß, ich kann nur den Batman. Es ist der Heater. Er hat die Klimaanlage deaktiviert. Der ist auch nicht schlecht. Der Heater. Der maskierte Heater. Mann, du Pimmelbagge. Mach doch nicht so einen Blödsinn hier. Captain Heater. Captain Heater. Das ist auch nicht schlecht. Kannst du auch machen. Wisst ihr, das gesamte Spiel wäre um so vieles einfacher, wenn Bomberman einfach Knie hätte. Wisst ihr, damit er springen könnte. Aber mich hält man immer für wahnsinnig. Aber Bomberman Knie geben. Das ist dann wieder zu weit. Science has gone too far.
Es sei eins von Tofa. Batman. Weißt du, ich mag's gern warm, aber auch nur mehr Hitze damit zu verdanken ist, you know? Ich könnte da jetzt auch was bringen, also. Warte mal, ich weiß ja nicht mehr, von wem das Lied war. Aber irgendwie, das Lied hieß irgendwie Regen. Und es ging mal so, und deswegen bin ich gegen den Regen. Den Regen. Genau. Keks weiß, welches Lied ich meine. Ja. Ich weiß nur gerade nicht, von wem es ist. Ich fand das aber damals schon geil. Und da gibt's einen Text, eine Textpassage in diesem Lied, die ging irgendwie so nach dem Motto, ich mag den Regen nur, wenn die Mädels dann rum nur weiße T-Shirts tragen im Regen und so. Deswegen ist, ne? Weil man sich das Gute an Feuerhuhn ist ja, man kann trotzdem noch die ganze Scheiße manuell kontrollieren. Feuerhuhn ist also gar nicht mal so schlecht, auch wenn es designtechnisch echt retarded ist. Ich sag's ja, irgendwann kommen wegen meiner Kommentare so Leute wie von wegen, Alter, du bist voll sexistisch und so. Ich denke mir so, what? Es wundert mich eigentlich, dass sie den Weg hier ja noch nicht gefunden haben. Ja, ne? Wohl. Ja. Ich guck dich ganz ja, hart an. Ja, Angel, ich könnte mein Soundboard anmachen. Nico, Nico, nie, aber nein. Nico, Nico, nie. Okay, gut. Ich kann es anmachen, Shadow. Was sagst du, Keks? Du möchtest gehen? Okay, tschüss. Ich höre, Hohl will genervt werden. Ich hab gehört, du willst dich ausschalten. Oh, fuck. Das heißt so viel wie, ich muss Keks wieder mit sinnlosen Schnipseln aus dem Real-Resi-Film zuscheißen. Also, das ist jetzt einfach ein Shadow, du darfst jetzt die Ohren zuhalten, das ist jetzt extra nur für dich, Hohl. Help me, Leon! Ist immer super, wenn sie das sagt, wenn ich Kopfhörer auf hab. Und die nicht, I don't care. Und die nicht abnehmen kann, because stuff. Oh, Entschuldigung, hätte ich das Headset auflassen sollen. Was? Was? Was ist kaputt? Oh. Ich übersetze das mal ganz kurz, was er meint. I don't feel so good. I don't feel so good. Du machst es nicht besser. Ich weiß. Was ist überhaupt deine Intention? Wo ist überhaupt deine Nintendo? Was? Ob es ihre Intention war. Achso, ich hab gedacht, irgendwas mit Nintendo. Nintendo, du mich auch. Nintendo, mich am Arsch. Oh, warte, da muss ich hin. Ups. I need that shit. Na, garantiert. Ja, das, ich weiß. Deswegen bin ich gegen den Regen. Der hörte schon damals nicht auf, mich aufzuregen. Mhm. Wobei ich jetzt gerade wirklich gerne Regen hätte. In durchsichtigen weißen T-Shirts abschweifen. Ich finde es äußerst amüsant. Mit einer Freundin in München rumzuhängen, während sie den ganz ansatzweise hübschen Mädchen Kommentare über ihre Brüste bringt. Das machen Mädchen irgendwie ständig. Das ist mir auch mal aufgefallen. Frauen sind in dem Punkt manchmal echt weird. Ja gut, was machen die Selfie-verliebten Vollidioten im Internet? Die geben immer damit an, was für tolle Eier sie haben. Ja, ich meine, das will ich mir gar nicht vorstellen. Danke, Hohl. Ja, also das können beide Geschlechter ziemlich gut. Ja, Blacks.
Boy. Der gute alte Klassiker, du sitzt in einem Lokal, kommt ein Kerl auf dich zu, ich hab den längsten. Ja, dann kannst du jetzt natürlich den Fehler machen und fragen, Beweis. Oder du sagst einfach, na und? So, ich habe Wassermelone. Watermelon. Yay. Mhm. Mensch, selbst Keks gibt mir die an Melonen an. Du bist so Mainstream. Jetzt kriegen wir gleich wieder Ashley zu hören. Dank dir, pass auf. Nee, die versucht gerade im Kontext irgendwie zusammenzukriechen. Wo kommt er von mir? Cool. Wo kommen Sterne von dir? Was soll ich denn damit? Nee, er Nemesis, welcher Stars brüllt. Ach, der. Nennen wir das mal brüllen. Halt, ja. Ich hätte sonst noch Albert Wesker noch im Angebot. Oh no, what a nightmare. Complete dominion. Masturbation. Okay, die Dinger gehen offenbar echt nur durch Wasserbomben drauf. Gut, Tina. Ich meine, das ist ja heutzutage fast schon das Schlimmste. Du darfst ja manchen Frauen schon gar keine Komplimente machen. Du darfst ja wirklich nicht mal mehr nett sein und was Nettes sagen, weil es ja immer direkt dann als sexuelle Belästigung aufgefasst wird. Bei mir ist es so, je nachdem, wie man es mir sagt. Ich bin der Meinung, es gibt da wirklich so diese zwei Arten von Anmachen, so. Nach dem Motto, ja, siehst gut aus, jada, 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 all sowas. Und dann gibt's da wirklich noch diese richtig bescheuerten Anmachsprüche, wo ich mir denke, so, ja, und ihr wundert euch, dass ihr Single seid. Und dann gibt es sowas, das nennt sich Konfi, wo wir uns einfach alle gegenseitig irgendwie blöd anmachen. Nee, es ist mehr so, wenn du sagst, oh, dein Kleid sieht richtig schön, das Kleid steht dir richtig schön, dann kann schon sein, dass sie dir brüllt, Alter, sexuelle Belästigung, Rape! Mhm. Wo ich mir denk so, er hat gerade nur gesagt, dass dein Kleid schön ist. Das ist, damals war das gang und gäbe. Um genau zu sein, kannst du damals froh sein, wenn man dich nicht einfach mit einer Keule geschlagen hat und mitgenommen hat. By the way, ich möchte kurz einmal anmerken, ist der geilste Boss im gesamten Game. Und ich meine, er ist so Anime. Das müsst ihr genießen. If you watch this in 2018. Das ist der geilste Boss im gesamten Spiel. Der golden strahlt. Ja. Let's get him, big brother! Yes. Be warned, the brotherly power has been strengthened by the bomb elements. Check this shit out. Big brother! Little brother! Oni-chan! Unite! Build formation! Ja, das ist wirklich gerade passiert. Das ist ein fucking Megazord. Ich liebe diesen Boss. Ist es noch der gute Megazord oder der Megazord 2017? Nee, der sieht sogar ziemlich cool aus. Ah, gut Zord. Also ich finde, vom Style her finde ich den Bot eigentlich total cool. Der Boss... Vor allem, er kündigt all seine Angriffe an. Oh, ich liebe sowas. Man kann ihn halt nur angreifen, wenn er da seine Schleusen aufmacht. Wieso liegt das Dynamit da immer noch?
ist so doof. Er ist nicht mal schwer, wirklich. Also, ne? Genau zu sein, ich glaube, er ist überhaupt nicht schwer. Er hat einen Move, wo fast übers ganze Feld geht zwar, aber... Aber an sich, seine ganzen Moves sind an sich lächerlich. Ich habe gerade voll was im Auge, ey. Oh. Ups. Magst du jetzt auch mal wieder? Nein. Ich liebe diesen Boss. Der ist einfach vom Design her so lächerlich. Er ist so, so Anime. Er ist so Nintendo. Naja, das war ja noch hier von Hudson. Das Game. War ja, glaube ich, eins ihrer letzten Games, wo sie gemacht hatten. So ein Hudson haben wir. So ein Batzen. Schon 4 Seiten allein an Ideen an Fantasy. Jato, vielen Dank für deine 1 Euro Spende. Weil's mich grad so sehr dran erinnert, XD. Zeit und Raum, wir besuchen die Sternehand in. Handreisen wir mit dem Licht, alles was sich je ein Mensch nur erträumt hat, ist hier in der Zukunft. Sie wartet auf mich und auf dich. Das waren Lyrics. Ich kann sie jetzt nur gerade nicht zuordnen, aber vielen Dank für deine Spende. Hm? Irgendwas mit Licht und irgendwas. Irgendwas mit Licht. Vor allem, er hat ein fucking Laserschwert. Was nach einem Schwung einfach Explosionen hervorruft. Explosionen! Ich liebe diesen Boss. Es ist, als hätte Tiny Tina einfach gesagt, so, weißt du was, du hast ein explodierendes Laserschwert. Das ist etwas so witzig, als würde jemand Taserface sagen. Taserface! Was war denn die zweite Option? Sackgesicht! Ja, es muss wahrscheinlich ein sehr geiler Tag gewesen sein, dass du in den Spiegel geguckt hast und gesagt hast, so, ja, mein Name ist jetzt Taserface. Was war denn die zweite Option? Sackgesicht! Ich liebe diese Stelle. Es wäre noch lustiger, hätte er es ironisch gemacht. Hm? Er zwinkert mit dem einen Auge und dabei ist das andere gemeint. Geht doch. Ich wollte gerade sagen, wann gibt er mir jetzt endlich mal wieder eine Möglichkeit zum Angreifen? Oh, man nimmt so Gundam Wing. Ach! Hab ich nie geguckt. Ewig lang ist hier, ja. 10.000 verschiedene Variationen auch, ne? Im Prinzip, es war das Power Rangers der Animes. Wobei ich verstehen kann, was Leute an Gundam finden. Ich meine. Die Dinger vom Design her sehen cool aus. Das Ding ist halt, Gundam Wing hat halt endlos viele Genres geprägt. Mhm. Und Elkoblas, vielen Dank für deine Bits. Ich meine, selbst Kojima war ja ein leidenschaftlicher Gundam-Fan. Ja, Gundam hat halt eine Menge Zeug geprägt. Und eins der neueren Sachen, wo sogar... ich weiß nicht, wer von euch hat... Pacific Rim Uprising geguckt. Mhm. Also hier den zweiten. Länder, die an den Pazifik angrenzen. Erhebung. Also für diejenigen. Es gibt in der Szene einen Moment, wo sie in der Stadt kämpfen. Und du siehst einfach nur, wie einer dieser Roboter in so ein Gebäude gedroschen wird. Und dann kommt er genau neben so einer riesigen Statue von einem Gundam auf. Ja gut, aber die ist ja echt. Echt, die gibt's? Die gibt's. Okay, das wusste ich nicht. Es gibt ja auch eine offizielle Godzilla-Statue. Echt jetzt? Warum? Weil es ein japanisches Kulturgut ist. Wow, I didn't know that.
Gundam und Godzilla japanisches Kulturgut? Kann man googeln. Okay, das ist mir... Das habe ich echt nicht gewusst. I didn't know that. Oh, ich glaube, ich muss nachher nochmal duschen. Wenn ich mit dem Stream fertig bin. Es ist echt schrecklich. Wisst ihr, sonst duscht man sich so selten und auf einmal muss man dann dauernd duschen. Im Prinzip alles in wasserdichte Folie verpacken und nur die Dusche stehen. Der streamende Duscher. Das wäre aber vom Sound her scheiße. Oder mach dir eine kleine Wanne fertig. Irgendwas, wo du Wasser reinfüllen kannst. Stell's unter deinen Tisch und stell deine Füße rein. Das kühlt auch runter. Ja, auch sehr geil. Hatte ich schon vorgehabt, aber ich hab sowas nicht. Ein Eimer? Ich hab auch keinen Eimer. Hol dir einen. Aber Eimer. Man könnte sagen, ich wäre im Eimer, wenn ich keinen krieg. Also ich habe immer Schiss, dass ich dann irgendwie mein irgendwas hier nass mache. Schmörgi, Wörgi. By the way, es werden nie erwähnt, was das für komische Viecher sind. Es sind einfach irgendwelche lebenden Flammen, die einfach existieren.